Hallo Freunde der Ameisen, hier mal eine aktuelle Aufnahme von heute Morgen. Frisch nach dem Aufstehen gefilmt, Messer Barbarus. Für die war das super, kurz vor sechs hier Körner zu sammeln. Ich war noch halb am Schlafen, aber naja. Entsprechend sieht die Aufnahme auch aus, die wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Wir schauen auch heute mal wieder ins Nest von Messer Barbarus. Da unten machen sie an einer Mikrogrille rum, die haben auch noch andere Kolonien bekommen. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an. Wir schauen jetzt nicht in jedes Nest, weil sonst wird das Video wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern oder so. Aber bei Messer Barbarus schauen wir rein, denn da gibt es ein paar kleinere oder größere Neuigkeiten, je nachdem, wie man es nimmt. Schauen wir mal nach, direkt nach dem Intro. Film ab. Ameisen-Mittwoch. So, wie immer, die rote Scheibe. Hier sieht man schon Gewusel, und zwar einiges an Gewusel. Ich hatte hier gerade wieder die Heizmatte vor, nicht um die zu beheizen, denn es ist warm genug hier drin in der Butze. Aber es war schön dunkel, wenn die schwarze Matte davor ist, weil hier scheint nämlich abends die Sonne drauf, genau auf diesem Punkt, wo die Brut liegt. Gucken wir doch mal und schaut euch das mal an. Hier ist alles voll mit Ameisen. Kein Wunder, dass heute Morgen so viele draußen waren. Guckt euch mal an, was hier los ist. Hier ist auch ein riesen Körnerberg. Die haben die halbe Schale leergeräumt und alles da hinten in diese Ecke gebracht. Ja, je mehr Ameisen es werden, desto mehr Körner braucht man wohl. Ich zoome mal ein bisschen. Hier sieht man auch ein paar von diesen weißen Kristallen, die hier drin sind. Das da oben, das sind, ich drehe mal die Kamera, das sieht man überhaupt nicht. So, das da oben, diese weißen Klümpchen, das sind Kristalle vom Proteinpulver. Das ist etwas geklumpt. Ich habe festgestellt, die Messoren stehen total darauf, wenn das anfängt zu klumpen. Dann tragen die es ins Nest und scheinbar habe ich es etwas übertrieben. Das haben sie nicht sofort verfüttert. Nein, das haben die erstmal mit den Körnern eingelagert. Warum auch nicht? Schaden kann es nicht. So, dann schauen wir mal in dieser Ecke weiter nach. Oder genauer gesagt, dort oben. Denn da ist ein ganzer Haufen Brut. Da hat die Königin wieder richtig einen rausgeleicht, wenn wir uns das angucken. Hier sind auch schon überall Larven in allen möglichen Formen und Farben. Da kommt gerade noch eine Puppe angefahren, die wird hier hochgebracht. Da noch eine große Puppe, so groß wie die Ameise drüber. Wunderbar. Alles schick. Auf jeden Fall sieht es so aus, als bleibt es nicht dabei, dass hier eine gefühlte halbe Milliarde Ameisen drin sind. Nein, da liegt nochmal ungefähr genauso viel Brut. Es geht voran. Die Zahl war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man daran gewöhnt ist, hier reinzugucken und dann 30, 40 Tiere vorzufinden, dann ist das hier doch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und ich muss sagen, so muss das. Es geht in die richtige Richtung. Scheinbar muss ich bald noch ein paar mehr Pyramiden hier hinstellen und noch eine Sphinx anbauen, wenn das so weitergeht. Denn das werden immer mehr Tiere und wenn die so weiter mit den Samen machen, ist das Teil hier bald voll. Die sind jetzt alle in dieser komischen Ecke da, weil da wieder am dunkelsten ist. Ihre lustige Schattenecke. Gucken wir mal, ob man ein bisschen was sieht. Nein, die sind da, wo man überhaupt nichts sieht. Die Königin ist auf jeden Fall auch irgendwo da drin verschwunden. Wird natürlich direkt von den kleinen Arbeiterinnen hier umschwärmt und beschützt vor dem bösen, bösen Sonnenlicht. Ja, es sieht gut aus. Brot wird fleißig hin und her geschleppt, wie wir es gewohnt sind, wenn die Verdeckung hier abgeht. Ja, das hat man vor, wenn man seine Ameisen ärgert. Hier in der Mitte haben sie auch wieder ordentlich Körner angehäuft. Da haben sie sogar Ceramis reingelegt. Warum auch immer. Aus menschlicher Sicht würde ich sagen, jo, das macht Sinn. Das Zeug speichert Wasser und saugt Wasser gut auf. So, ne, saugt es die Flüssigkeit aus dieser Ecke quasi auf, sodass die Körner trocken bleiben. Ich glaube, so weit haben die Ameisen jetzt nicht gedacht. Das hat wahrscheinlich einfach nur einen dekorativen Zweck oder war ein Versehen. Ich schätze mal eher Letzteres. Die haben nämlich den Eingang mal wieder mit allen möglichen Kladderadatsch zugemacht und der ist wahrscheinlich einfach rausgefallen, dieser lustige Ceramisstein, wie die anderen weißen Steine, die da rumfliegen. Auf jeden Fall haben sie jetzt ja auch die großen Körner eingesammelt, wie ich sehe. Das sind diese hellen da oben, weil es gibt auch große Arbeiterinnen hier, wie wir sehen, nämlich die beiden in der Mitte, oder die drei in der Mitte zum Beispiel. Hier sind auch noch weitere unterwegs und die haben doch ein bisschen kräftigeren Kiefer und können auch die dicken, fetten Körner knacken. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich halte jetzt mein Versprechen und zeige mal diese Mikrogrillen. Die habe ich mir aus einer Zoohandlung gekauft. Die habe ich dann sofort ins Tiefkühlfach verbannt, damit die auf eine halbwegs humane Weise hops gehen und nicht von den Ameisen unter Qualen zerlegt werden. Ist auch Stress für die Futtertiere. Das möchte ich natürlich auch nicht, dass sich die Futtertiere quälen und die Ameisen noch großartig gegen Grillen kämpfen müssen, auch wenn sie sehr klein sind. Auf jeden Fall sind die Tiere voll drauf abgefahren. Ich habe mal alle Kolonien mit so ein bisschen Mikrogrillen-Kladderadatsch bestückt
und alle haben sich gefreut und das großartig angenommen. Zum Beispiel auch diese Messer Barbarus hier, da habe ich natürlich direkt mal wieder das Handy geschwungen und wir schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Da haben wir es auch schon, Messer Barbarus mit einer Mikrogrille, die war eingefroren, ist tot, also macht euch keine Sorgen, dass die Grille hier jetzt großartig hochgeschliffen wird. Das ist wie ein Kotelett, da ist nichts mehr zu holen, beziehungsweise kaputter zu machen, als es schon ist. Ja, die Ameise schleppt hier die Grille fröhlich die Wand hoch. Über die Stöcker wäre es wohl zu einfach gewesen, aber immerhin funktioniert es und das Tier hat samt Futter den Weg ins Nest gefunden. Den Camponotus linipertus habe ich die Grille natürlich auch nicht enthalten. Da sehen wir es. Oh, hat da etwa nur eine Grille? Los, Camponotus, setz Tackle ein! Das hat gesessen. Und jetzt schnappt ihr die zweite. Jawohl. Jetzt haben beide eine wunderschöne, leckere Grille, die hoffentlich schon bald den Weg ins Nest findet. Ja, da geht's direkt schon los. Der Grillenexodus nochmal nachgreifen, gucken, ob das Viech auch wirklich tot ist und ab dafür. Die haben es ein bisschen mehr drauf, die wissen, wie es geht. Die nehmen den Weg über den Stock und klettern nicht die Wand hoch, wie Messer Barbarus es tut. Also auch hier alle gesättigt, ab ins Nest damit. Wohlbekomm's. Bei meinen Reagenzglaskolonien gab es natürlich auch was. Das war für die eigentlich ein Highlight, weil es das erste Mal war, dass die tierisches Futter kriegen und nicht irgendwie nur Proteinpulver, Honig oder irgendein Gemisch daraus. Hier bei Lasius Niger und auch bei Lasius Flavus, die hier versucht, alleine eine der beiden Grillen, die ich da reingepackt habe, abzutransportieren. Ja, das klappt alleine mal mehr erfolgreich und mal weniger erfolgreich. Ach komm schon, Tetramorium. Du machst uns beide lächerlich. Ah. Natürlich fragen sich auch einige, was ist jetzt eigentlich mit den anderen beiden Ameisen, die du bekommen hast? Die Myrmica rubra und die Raptiformica sanguinea. Hier sind schon mal die Myrmica rubra. Denen geht es mittlerweile ganz gut. Da an der Wassertränke sehen wir, dass da eine Tote liegt. Die haben den Umzug wohl nicht ganz so toll überstanden wie gedacht. Die sind zwar relativ schnell umgezogen, was wohl auch stressig für die Ameisen war. Und ich glaube, es sind ungefähr, ich habe nicht genau nachgezählt, es müssten 9 bis 11 Ameisen müssten das Zeitliche gesegnet haben, weil irgendwie haben ihre Kolleginnen plötzlich gedacht, Mensch, die mag sie nicht. Und dann sind die aufeinander losgegangen, die Opfertiere, sag ich mal, oder Opfer dieses Stresses, haben das Ganze über sich ergehen lassen und wurden einfach von den anderen Arbeiterinnen abgesägt und irgendwo hier im Nest drapiert. Aber mittlerweile hat es sich normalisiert. Die scheinen das verkraftet zu haben mit dem Umzug und jetzt finde ich auch keine Leichen mehr in der Arena. Das ist eine Aufnahme hier, die habe ich, glaube ich, wann habe ich die denn gemacht? Am Montag, glaube ich, müsste das gewesen sein. Also schon 3 Tage ohne Verluste bei Myrmica rubra. Hier sieht man nochmal das Jelly, wo sie ein bisschen Erde reingepackt haben, warum auch immer. Vorne sind auch ein paar Springschwänze zugange. Wie man sieht, die kleinen weißen Pünktchen, die da rumlatschen, die halten die Arena sauber und fressen den Schimmel auf, weil Myrmica rubra muss relativ feucht gehalten werden. Eigentlich sollten die ins Nest gehen, aber in der Arena finden die es viel lustiger, die Springschwänze. Also haben sie sich da irgendwo drapiert und ja, machen sich jetzt mit den Myrmicas über das Futter her. So gehen die auch nicht aufeinander los, beziehungsweise die Myrmica gehen nicht auf die Springschwänze los. Andersrum hätte mich das Ganze stark gewundert. Der hier vorne kommt denen zwar gefährlich nahe, aber die Ameisen, die nehmen es eigentlich relativ gelassen und die Springschwänze halten dann auch gebührenden Abstand, wenn die Ameisen doch mal etwas zickiger werden und die Viecher verscheuchen. Aber so passt es eigentlich. Die scheinen sich nur aus dem Nest von Borsigens zu kennen, von dem habe ich die Art ja. Und denen geht es gut. Ja, dann habe ich ja noch eine Art, die Raptiformica sanguinea, die kommen vom guten Money. Bei denen war natürlich auch die Tage mal wieder was los und ich habe auch da direkt mal ein Handy gezückt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass auch hier Futterjelly gefüttert wurde. Das habe ich gemacht, um ein bisschen anzufüttern, dass sie Energie haben. Und das hier vorne ist tatsächlich die Königin, die jetzt auch schnell einen Abgang macht, weil die wohl offensichtlich etwas gegen Lampen an der Kamera hat. Hier hinten ist auch ordentlich was los. Man sieht, es sitzt eine im Eingang und bewacht den förmlich hier. Also wirklich, die sitzt da und wartet, dass einer kommt. Das ist auch eine relativ aggressive oder wehrhafte Art, musste ich feststellen. Hier sieht man ja, dass die Königin gerade an so einem Futterklumpen rummacht. Den habe ich auch eine Mikrogrille gegeben, habe es leider nicht gefilmt. Und ja, die habe ich dann fallen lassen, neben der Königin, die gerade mal gedacht hat, Mensch, ich mache einen auf Arbeiterin und sammle mal Futter.
Die hat sich natürlich erschreckt, ist ins Reagenzglasröhrchen gerannt und plötzlich kamen drei Arbeiterinnen raus. Und ich habe schon gedacht, oh Scheiße, jetzt gibt's auf die Fresse. Aber die haben sich dann relativ schnell wieder beruhigt, haben die Grille als meine Opfergabe und als Versöhnungsgeschenk so gesehen angenommen. Und dann ging's los. Hier hinten habe ich auch noch meine Mehlwurmpuppe drapiert, zerquetscht, also auch schon tot. Ja, hat die nicht interessiert. Die haben lieber das Futter hier genommen. Wahrscheinlich stehen sie mehr auf Erdbeergeschmack als auf Mehlwurmgeschmack. Aber alles gut. Dafür, dass das so wenig Tiere sind, ich glaube, es sind 4 oder 5, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich nochmal in das Video vorher gucken. Oder ihr guckt nach. Ein Grund, meine Videos zu gucken. Seht ihr? So macht man Eigenwerbung. Was wollte ich sagen? Dafür, dass so wenig Tiere sind, sind die eigentlich sehr aktiv. Hier sind gleich 3 Stück draußen. Ich habe es auch schon mal erlebt. Ich habe ja so ein kleines Nest daneben noch angeschlossen, dass die zu dritt, samt Königin auch, da durchmarschiert sind, sich das Ganze mal angeguckt haben und dann wieder geschlossen im Reagenzglas verschwunden sind. Also ja, die gehen hier scheinbar in Teams auf Jagd. Alles wunderbar. Auch denen geht's wirklich prächtig. Falls ihr die Schwesterkolonien von denen sehen wollt, dann schaut doch einfach mal beim Channel Money macht was vorbei. Moneys Channel verlinke ich euch unten in der Description und oben in der Infokarte, wenn das funktioniert. Und dort könnt ihr sehen, wie es den anderen Raptiformica sanguinea geht. Da hat er, glaube ich, ein paar mehr gefangen. Eine Kolonie, glaube ich, sogar fusioniert, weil die Königin verstorben ist. Und eine von denen, die vorher bei ihm zu sehen war, ist jetzt hier die Kolonie A in seinen Videos. Sind auf jeden Fall super schöne Tiere. Nochmal besten Dank dafür. Und ich sage einfach mal, lasst es krachen. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch. Wir könnten dann mal wieder in das Nest von Camponotus lingiperdus reinschauen. Die habe ich jetzt auch schon eine Weile in Ruhe gelassen. Vielleicht gibt es da auch große Neuigkeiten. Mal schauen, mal schauen. Aber erstmal gönne ich den Ameisen nochmal eine Woche Ruhe, damit sie sich fleißig vermehren können. Und sowohl ich was zu gucken habe, als auch ihr. Also bleibt dran und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Macht's gut.